begrüße euch recht herzlich zur nächsten Vorlesung der Computergrafikreihe. Heute werden wir uns genauer mit Shadern beschäftigen. Wir werden weitere Attributtypen kennenlernen und uns anschauen, was wir mit dem Fragment Shader anstellen können. Für das tiefere C++-Verständnis werden wir zusätzlich noch eine eigene Shader-Klasse erstellen, die uns etwas Arbeit bei der weiteren Entwicklung von Grafikanwendungen abnimmt. Wie bereits schon einmal erwähnt, sind Shader kleine Programme, die auf der GPU ruhen. Diese Programme werden für jeden spezifischen Abschnitt der Grafikpipeline ausgeführt. In einem grundlegenden Sinn sind Shader nichts anderes als Programme, die Eingaben in Ausgaben umwandeln. Shader sind auch insofern sehr isolierte Programme, als dass sie nicht miteinander kommunizieren dürfen. Die einzige Kommunikation, die sie haben, erfolgt über ihre Ein- und Ausgänge. In der letzten Vorlesung haben wir bereits Shader angesprochen und verwendet. Jetzt werden wir Shader und insbesondere die OpenGL-Shading-Sprache allgemeiner erklären. Shader sind in der C-ähnlichen Sprache GLSL geschrieben. GLSL ist auf die Verwendung mit Grafiken zugeschnitten und enthält nützliche Funktionen, die speziell auf die Vektor- und Matrixmanipulation ausgerichtet sind. Shader beginnen immer mit einer Versionsdeklaration, gefolgt von einer Liste von Eingangs- und Ausgangsvariablen, Uniform und ihrer Hauptfunktion. Der Einstiegspunkt jedes Shaders befindet sich an seiner Hauptfunktion, wo wir beliebige Eingangsvariablen verarbeiten und die Ergebnisse in seinen Ausgangsvariablen ausgeben. Ein Shader hat typischerweise die folgende Struktur. Wir finden am Anfang, wie bereits schon einmal erwähnt, die Versionsnummer. Anschließend kommen die typischen In-Variablen, die dann gefolgt sind von dem entsprechenden Typen, und die Out-Variablen, ebenfalls ein Typ, der dann sozusagen weiter an den nachfolgenden Shader gegeben wird. Anschließend sehen wir einige Uniforms oder uniforme Datentypen. Darüber macht sich erstmal noch keine Sorge, dazu kommen wir später. Und irgendwann muss dann halt auch noch die Main-Funktion folgen, wo dann halt auch noch die Out-Variablen deklariert werden bzw. weitergegeben werden mit Werten, die wir vorher irgendwie berechnet haben. Wenn wir speziell über den Vertex-Shader sprechen, wird jede Eingabevariable auch als Vertex-Attribut bezeichnet. Es gibt eine maximale Anzahl von Vertex-Attributen, die wir als durch die Hardware begrenzt deklarieren dürfen. OpenGL garantiert, dass immer mindestens 16 Vier-Komponenten Vertex-Attribute zur Verfügung stehen, aber einige Hardware, die könnten auch mehr zulassen. Und das könnten wir durch das Abfragen von GL-Max-Vertex-Attributes abrufen. Dies liefert oft das Minimum von 16, was allerdings für die meisten Zwecke mehr als genügend sein sollte. Kommen wir jetzt mal zu den verschiedenen Typen. GLSL hat wie jede andere Programmiersprache Datentypen, um anzugeben, mit welcher Art von Variablen wir arbeiten wollen. GLSL hat die meisten der Standardbasistypen, die wir aus Sprachen wie C kennen, also Integer, Float, Double, Uint und Bool. GLSL bietet auch zwei Containertypen, die wir in den Vorlesungen häufig verwenden werden, nämlich Vektoren und Matrizen. Matrizen werden wir in einer späteren Vorlesung nochmal genauer besprechen. Ein Vektor in der GLSL ist ein Behälter mit 1, 2, 3 oder 4 Komponenten für einen der gerade erwähnten Grundtypen. Sie können die folgende Form haben. N steht dabei immer für die Anzahl der Komponenten. Vec N, das ist der Standardvektor von N-Komponenten besser gesagt. B-Vec N, das ist ein Vektor von N-Booleans. I-Vec N, ein Vektor von N-ganzen Zahlen. U-Vec-N, ein Vektor von n vorzeichenlosen ganzen Zahlen, und D-Vec-N, ein Vektor von n Double-Komponenten. Die meiste Zeit werden wir mit dem Basisvektor Vec-N verwenden, da Floats für die meisten unserer Zwecke ausreichend sind. Auf die Komponenten eines Vektors kann über beispielsweise Vec.x zugegriffen werden, wobei x die erste Komponente des Vektors ist. Ihr könnt aber auch .x, .y, .z und .w verwenden, um auf die erste, zweite, dritte bzw. vierte Komponente zuzugreifen. GLSL erlaubt auch die Verwendung von RGBA für Farben oder STPQ für Texturkoordinaten, wobei auf dieselben Komponenten dabei zugegriffen wird.
Der Vektordatentyp ermöglicht eine interessante und flexible Komponentenauswahl, die als Swizzling bezeichnet wird. Swizzling erlaubt diese folgende Syntax, die hier unten dargestellt ist. Also stellt euch vor, wir haben jetzt ein VEC2, wir nennen ihn SumVec, und dann noch einen VEC4, ein DifferentVec. Dann können wir den DifferentVec die Komponenten von SumVec zuordnen, indem wir beispielsweise auf Punkt x, y, x, x zugreifen. Und dieses Punkt x, y, x, x ermöglicht genau, dass wir hier die Komponenten, die erste Komponente, die zweite und dann zweimal die erste Komponente, den DifferentVec zuordnen. Das heißt, das, was wir danach den Punkt schreiben, ist ja normalerweise die Komponente des entsprechenden Vektors. Aber hier können wir auch flexibel vorgehen und einfach die Komponenten x, y, z und w miteinander vertauschen und in die entsprechenden Reihenfolge wieder rausgeben. Damit können wir auch addieren und ja, subtrahieren, alle weiteren Operationen durchführen. Dabei können Sie eine beliebige Kombination von bis zu 4 Buchstaben verwenden, um einen neuen Vektor, allerdings desselben Typs, zu erstellen, solange der ursprüngliche Vektor diese Komponenten enthält. Es ist zum Beispiel nicht erlaubt, auf die Z-Komponente eines VEC2 zuzugreifen. Klar, weil er nämlich diese Komponente gar nicht besitzt. Wir können Vektoren auch als Argumente an verschiedene Vektorkonstruktoraufrufe übergeben, wodurch die Anzahl der erforderlichen Argumente reduziert wird. Vektoren sind somit ein flexibler Datentyp, den wir für alle Arten von Ein- und Ausgabe verwenden können. Kommen wir jetzt genau zu dem, was ich gerade sagte, nämlich zu den Ein- und Ausgaben. Shader sind kleine Programme für sich allein, aber sie sind Teil eines Ganzen. Und aus diesem Grund wollen wir Input und Output auf den einzelnen Shadern haben, damit wir Dinge bewegen und weiterreichen können. GLSL hat die In- und Out-Schlüsselwörter speziell für diesen Zweck definiert. Jeder Shader kann Ein- und Ausgaben mit diesen Schlüsselwörtern spezifizieren. Und wo immer eine Ausgabevariable mit einer Eingabevariable der nächsten Shader-Stufe übereinstimmt, werden sie weitergeleitet. Der Vertex-Shader sollte irgendeine Form von Input erhalten, sonst wäre er ziemlich wirkungslos. Der Vertex-Shader unterscheidet sich in seiner Eingabe dadurch, dass er seine Eingabe direkt von der CPU erhält. Um zu definieren, wie die CPU-Daten organisiert sind, geben wir die Eingabevariablen mit Positionsmetadaten an, sodass wir die Vertex-Attribute auf der CPU konfigurieren können. Wir haben dies in der vorherigen Vorlesung als Layout Location gleich 0 beispielsweise gesehen. Der Vertex-Shader erfordert daher eine zusätzliche Layout-Spezifikation für seine Eingaben. Damit haben wir ihn mit den Vertex-Daten verknüpfen können. Die andere Ausnahme ist, dass der Fragment-Shader eine VEC4-Farbausgabevariable benötigt, da der Fragment-Shader eine endgültige Ausgabefarbe erzeugen muss. Wenn ihr in euren Fragment-Shader keine Ausgabefarbe angebt, werdet ihr ein Objekt, wird das Objekt durch OpenGL schwarz oder weiß dargestellt. Wenn wir also Daten von einem Shader zum anderen Shader senden wollen, müssen wir eine Ausgabe im sendenden Shader und eine ähnliche Eingabe im empfangenden Shader deklarieren. Wenn die Typen und Namen auf beiden Seiten gleich sind, wird OpenGL diese Variablen miteinander verknüpfen. Und dann ist es möglich, Daten zwischen den Shadern zu senden. Dies geschieht dann beim Verknüpfen eines Programmobjekts. Um euch das mal zu zeigen, wie das in der Praxis funktioniert, wollen wir den Shader aus der vorherigen Vorlesung einmal so abändern, dass der Vertex-Shader eben eine Farbe für den Fragment-Shader bestimmt. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir eine Vertex-Color-Variable als VEC4-Ausgabe deklariert, die wir im Vertex-Shader gesetzt haben. Und wir deklarieren gleichzeitig eine ähnliche Vertex-Color-Eingabe im Fragment-Shader. Da wir den gleichen Typ und Namen haben, ist die Vertex-Color im Fragment-Shader mit der Vertex-Color im Vertex-Shader verknüpft. Da wir die Farbe im Vertex-Shader auf dunkelrot setzen, sollte die resultierenden Fragmente ebenfalls dunkelrot sein.
Und das folgende Bild zeigt eben die Ausgabe, nachdem wir das Ganze kompiliert haben. Wir haben es geschafft, einen Wert aus dem Vertex Shader an den Fragment Shader zu senden und dies dann als Ausgabe zu definieren. Das Senden einer Farbe vom Vertex an den Fragment Shader war für dieses Beispiel nichts Besonderes. Aber peppen wir das Ganze ein wenig auf und sehen wir, ob wir eine Farbe aus unserer Anwendung an den Fragment Shader schicken können. Und gerade dazu helfen uns die Uniforms. Uniforms oder Uniformen sind eine weitere Möglichkeit, Daten von unserer Anwendung auf der CPU an die Shader auf der GPU zu übergeben. Allerdings unterscheiden sich die Uniformen etwas im Vergleich zu den Vertex-Attributen. Zunächst einmal sind Uniforms global und das bedeutet, dass eine Uniform-Variable pro Shader-Programmobjekt eindeutig ist und von jedem Shader in jeder Phase des Shader-Programms aufgerufen werden kann. Zweitens behalten Uniforms unabhängig davon, auf welchen Wert sie den Uniform-Wert gesetzt haben, ihren Wert bei, bis sie entweder zurückgesetzt werden oder aktualisiert werden. Um eine Uniform in GLSL zu deklarieren, fügen wir einfach das Uniform-Schlüsselwert zu einem Shader mit einem Typ und einem Namen hinzu. Von diesem Zeitpunkt an können wir die neu deklarierte Uniform im Shader verwenden. Mal sehen, ob wir diesmal die Farbe des Dreiecks über ein Uniform festlegen können. Wir deklarieren dafür ein einheitliches VEC4 Hour Color im Fragment Shader und setzen die Ausgabefarbe des Fragments auf den Inhalt dieses Uniform-Wertes. Da Uniforms globale Variablen sind, können wir sie in jedem beliebigen Shader definieren, sodass wir nicht noch einmal durch den Vertex Shader gehen müssen, um etwas in den Fragment Shader zu bekommen. Wir verwenden diese Uniform nicht im Vertex Shader, sodass es also nicht notwendig ist, sie dort zu definieren. Wenn ihr eine Uniform deklariert, die nirgendwo in dem GLSL-Code verwendet wird, wird der Compiler die Variable stillschweigend aus der kompilierten Version entfernen, was die Ursache für mehrere frustrierende Fehler sein könnte. Also bedenkt das bitte. Da wir der Uniform noch keine Daten hinzugefügt haben, ist die Uniform derzeit leer. Also müssen wir als nächstes diese Uniform noch mit Daten füllen. Dazu müssen wir zuerst den Index oder besser gesagt die Position des Uniform-Attributs in unserem Shader finden. Sobald wir diese Position haben, können wir die Werte aktualisieren. Anstatt eine einzige Farbe an den Fragment-Shader zu übergeben, wollen wir die Sache noch etwas aufpeppen und die Farbe im Laufe der Zeit allmählich ändern. Aber schauen wir uns mal genau an, was in diesem Code passiert. Zunächst rufen wir die Laufzeit in Sekunden mittels GLFW getTime ab. Dann variieren wir die Farbe im Bereich von 0 bis 1 mit Hilfe der Sinusfunktion und speichern das Ergebnis in GreenValue ab. Dann fragen wir mit GLGetUniformLocation den Ort der OurColorUniform ab. Wir liefern das Shader-Programm und den Namen der Uniform, also von dem wir die Position abrufen wollen, an die Abfragefunktion. Und wenn GLGetUniformLocation -1 zurückgibt, konnte die Location nicht gefunden werden. Zuletzt können wir den Uniform-Wert mit der Funktion GLUniform4f setzen. Aber beachte dabei, dass wir zum Auffinden der Uniform-Location nicht zuerst das Shader-Programm verwenden müssen, aber zum Aktualisieren einer Uniform müssen wir zuerst das Programm, also durch Aufruf von GLUse-Programm verwenden, das die Uniform auf den derzeit aktiven Shader setzt. Jetzt, da wir wissen, dass wir die Werte der Uniform-Variable setzen können, können wir sie zum Rendern verwenden. Wenn wir wollen, dass sich die Farbe allmählich ändert, wollen wir diese Uniform bei jeder Iteration der Spielschleife aktualisieren, sodass sie sich pro Frame ändert. Andernfalls würde das Dreieck eine einzige Volltonfarbe beibehalten, wenn wir sie nur einmal einstellen. Wir berechnen also den Green Value Anteil und aktualisieren die Uniform bei jeder Rendering-Iteration. Und das seht ihr dann hier in dem Code. Und wenn wir das Programm nun ausführen, sehen wir, dass sich die Farbe über die Zeit ändert.
Hier seht ihr mal zwei Screenshots aus zwei verschiedenen Zeitpunkten. Wie ihr seht, hat sich tatsächlich die Farbe des Dreiecks allmählich geändert. Da OpenGL im Kern eine C-Bibliothek ist, hat es keine native Unterstützung für Typüberladung. Wo immer also eine Funktion mit verschiedenen Typen aufgerufen werden kann, definiert OpenGL neue Funktionen für jeden benötigten Typ. GLUniform ist ein perfektes Beispiel dafür. Die Funktion erfordert ein spezifisches Postfix für den Typ der Uniform, die ihr einstellen möchtet. Einige der möglichen Postfixe sind F für Float, I für Integer, UI für Unsigned Int, 3F für drei Gleitkommazahlen, also drei Floats, und FW für einen Float-Vektor. Wann immer ihr eine Option von OpenGL konfigurieren möchtet, wählt einfach die überladene Funktion, die dem Typ entspricht. In unserem Fall wollen wir vier Float-Werte, also vier Fließkommazahlen der Uniform individuell einstellen, sodass wir unsere Daten dann über GL-Uniform 4F übergeben. Beachtet aber dabei auch, dass wir die FV-Version hätten verwenden können. Wie ihr sehen könnt, sind Uniforms ein nützliches Werkzeug zum Setzen von Attributen, die sich in Render-Iterationen ändern können oder zum Austausch von Daten zwischen der Anwendung und den Shadern. Aber was ist, wenn wir für jeden Vertex eine Farbe setzen wollen? In diesem Fall müssen wir so viele Uniforms deklarieren, wie wir Vertices haben. Eine bessere Lösung wäre, mehr Daten in die Vertex-Attribute aufzunehmen, und genau das werden wir nun tun. Schauen wir uns also eine weitere Möglichkeit an, mehr Datenattribute aufzunehmen. In der letzten Vorlesung haben wir gesehen, wie wir ein VBO, also ein Vertex Buffer Object, füllen können, Vertex Attribut Zeiger konfigurieren und das alles in ein VAO, also ein Vertex Attribute Object, speichern können. Dieses Mal wollen wir auch Farbdaten zu den Vertex Daten hinzufügen. Wir werden Farbdaten als drei Floats, also drei Fließkommazahlen, zum Vertex-Array hinzufügen. Wir weisen also jeder der Ecken unseres Dreiecks jeweils eine rote, grüne und blaue Farbe hinzu. Da wir nun mehr Daten an den Vertex-Shader senden müssen, ist es notwendig, den Vertex-Shader so anzupassen, dass er auch unseren Farbwert als Eingabe für das Vertex-Attribut erhält. Beachtet dabei, dass wir die Position des A-Color-Attributs mit dem Layout-Spezifizierer auf 1 setzen. Also wir haben jetzt hier Layout-Location ist gleich 1 für den Vektor A, also A-Color. Da wir nicht mehr eine Uniform für die Farbe des Fragments verwenden, sondern jetzt die Ausgabevariable Our-Color verwenden, müssen wir auch den Fragment-Shader ändern. Da wir ein weiteres Vertex-Attribut hinzugefügt und den Speicher des VBOs aktualisiert haben, müssen wir die Vertex-Attributzeiger neu konfigurieren. Die aktualisierten Daten im Speicher des VBOs sehen jetzt in etwa so aus. Wenn wir das aktuelle Layout kennen, können wir das Vertex-Format mit GL-Vertex-Attribute-Pointer aktualisieren. Die ersten paar Argumente von GL-Vertex-Attribute-Pointer sind relativ einfach. Dieses Mal konfigurieren wir das Vertex-Attribut an der Attributstelle 1. Die Farbwerte haben eine Größe von 3 Floats und wir normalisieren die Werte nicht. Da wir nun zwei Vertex-Attribute haben, müssen wir den Stride neu berechnen. Um den nächsten Attributwert, zum Beispiel die nächste X-Komponente des Positionsvektors im Datenarray zu erhalten, müssen wir 6 Floats nach rechts laufen. 3 für die Positionswerte und 3 für die Farbwerte. Das ergibt somit einen Stride-Wert von 6 mal der Größe eines Floats in Bytes, also 24 Bytes. Auch diesmal müssen wir ein Offset angeben. Für jeden Eckpunkt ist das Positions-Eckpunkt-Attribut zuerst, sodass wir ein Offset von 0 deklarieren. Das Farbattribut beginnt nach den Positionsdaten, sodass der Offset 3 mal Size of Float in Bytes ist, also 12 Bytes beträgt. Wenn wir das Programm nun kompilieren, erhalten wir das folgende Bild. Auf dieser Grundlage dieser Positionen interpoliert er alle Eingabevariablen des Fragment Shaders.
Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben eine Linie, bei der der obere Punkt blau und der untere Punkt rot gefärbt ist. Wenn der Fragment Shader bei einem Fragment ausgeführt wird, das sich um eine Position auf 70% der Linie befindet, wäre das resultierende Farbeingangsattribut des Fragment Shaders eine lineare Kombination von blau und rot. Genauer gesagt 30% blau und 70% rot, also eine Farbe, die sich ungefähr in den unteren Rechteck befindet. Genau das ist am Dreieck passiert. Wir haben drei Vertices und somit drei Farben. Und nach den Pixeln des Dreiecks zu urteilen, enthält es sehr viele Fragmente, wobei der Fragment Shader die Farben in diesen Pixeln interpoliert hat. Wenn ihr euch die Farben mal genau anschaut, werdet ihr sehen, dass das alles Sinn ergibt. Rot zu Blau wird zuerst zu Violett und dann zu Blau. Die Fragmentinterpolation wird auf alle Input-Attribute des Fragment Shaders angewendet. Hier nochmal genauer. Die resultierende Farbe X setzt sich aus linearer Interpolation der anderen Farben zusammen. Hier Alpha 1 bis Alpha 3. An der Stelle X geht die Farbe Alpha 1 dann zu dem Verhältnis aus dem Flächeninhalt des Dreiecks A1 und des gesamten Flächeninhalts ein. Die Gewichte Alpha 2 und Alpha 3 berechnen sich dann analog. Die Interpolation beträgt dann Alpha 1 mal P1 plus Alpha 2 P2 plus Alpha 3 P3 ist gleich X. Damit ergibt sich dann die entsprechende Position innerhalb des Dreiecks. Und die Gewichte addieren sich dann hier noch zu 1. Kommen wir nun zum nächsten Thema, und zwar die eigene Shader-Klasse. Das Schreiben, Kompilieren und Verwalten von Shadern kann ziemlich umständlich sein. Als letzten Schliff zum Thema Shader werden wir uns das Leben noch ein wenig erleichtern, indem wir eine eigene Shader-Klasse bauen, die Shader von der Festplatte liest, sie kompiliert und verknüpft, auf Fehler prüft und einfach zu bedienen ist. Und das gibt dann auch noch eine einfache Vorstellung davon, wie wir einen Teil des bisher erlernten Wissens in nützliche abstrakte Objekte kapseln können. Wir werden die Shader-Klasse vollständig in einer Header-Datei erstellen, hauptsächlich zu Lernzwecken und für die Portabilität. Fangen wir damit an, die erforderlichen Includes hinzuzufügen und die Klassenstruktur zu definieren. Wir kreieren uns also eine neue Header-Datei shader-s. In der Header-Datei schreiben wir zunächst folgende Codezeile. Wir inkludieren eine Bibliothek und definieren dann schon ein paar Funktionen, die wir später mit Leben füllen werden. Wir verwendeten mehrere Präprozessor-Direktiven am Anfang der Header-Datei. Die Verwendung dieser kleinen Codezeilen informiert euren Compiler, diese Header-Datei nur dann einzubinden und zu kompilieren, wenn sie noch nicht eingebunden wurde. Selbst wenn mehrere Dateien den Shader-Header enthalten. Das verhindert am Ende Linking-Konflikte. Die Shader-Klasse enthält die ID des Shader-Programms. Ihr Konstruktor benötigt die Dateipfade des Quellcodes des Vertex- bzw. Fragment-Shaders, die wir als einfache Textdateien auf der Festplatte speichern können. Als kleines Extra fügen wir noch einige Hilfsfunktionen hinzu, um uns das Leben ein wenig zu erleichtern. Die Use-Funktion beispielsweise aktiviert das Shader-Programm. Und alle Set-Funktionen fragen einen einheitlichen Speicherort ab und setzen seinen Wert. Wir verwenden C++ File Streams, um den Inhalt der Datei in verschiedene String-Objekte einzulesen. Wir werden später die Funktion aufrufen und als String den Namen und den Ort der Shader-Dateien angeben. Wir definieren einen String für den Vertex- und Fragment-Code sowie if-Streams für die beiden Dateien. If-Streams sind dabei Input-Stream-Klassen, die auf Dateien operieren. Als nächstes stellen wir sicher, dass sie auch Exceptions werfen können. Anschließend öffnen wir die Dateien mit Open und lesen den Inhalt in den V- bzw. F-Shader-Stream. Danach werden die Dateien geschlossen und der Stream wird zu einem String konvertiert. Falls es Probleme gab, werfen wir noch eine Fehlermeldung aus. Andernfalls setzen wir den Inhalt der Shader auf einen const-char-Pointer. Und den Rest kennt ihr ja. Wir müssen jetzt die Shader kompilieren und linken. Beachtet dabei auch, dass wir überprüfen, ob die Kompilierung bzw. das Linken fehlgeschlagen ist. Und wenn ja, geben wir den Fehler zur Kompilierzeit aus, was beim Debuggen äußerst nützlich ist. Und
Wir binden natürlich die Shader an das erzeugte Programm an. Die Use-Funktion ist unkompliziert und straightforward. Gleiches gilt für jede Uniform-Set-Funktion. Und von da an haben wir nun unsere eigene Shader-Klasse geschrieben. Nun fügen wir noch zwei neue Vertex- und Fragment-Shader in das Projekt ein, also Rechtsklick hinzufügen und auf neues Element gehen. Und wir bezeichnen sie dann vertex-shader.vs und fragment-shader.fs. Die Verwendung der Shader-Klasse ist dann ziemlich einfach. Wir erstellen am Anfang ein Shader-Objekt und verwenden es von da an. Hier haben wir den Vertex- und Fragment-Shader-Quellcode in zwei Dateien namens Vertex-Shader-VS und Fragment-Shader-FS gespeichert. Die Bezeichnung der Shader ist natürlich frei, allerdings habe ich auch schon öfter die Endungen VS und FS gesehen und finde sie eigentlich sehr einleuchtend. Im nächsten Teil unserer Vorlesung wollen wir uns noch ein bisschen mehr mit Shadern auseinandersetzen. Bevor wir allerdings loslegen, empfiehlt es sich, die Shader-Klassen noch einmal leicht abzuändern. Wenn wir nun unsere Shader programmieren und verändern wollen, müssen wir aktuell unser Projekt jedes Mal neu kompilieren. Das kann besonders umständlich sein, wenn wir beispielsweise gerade kleine Änderungen vollziehen wollen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Änderung an der Farbe vornehmen wollt. Daher ändern wir nun zunächst den Konstruktor und bezeichnen ihn als init. Zusätzlich fügen wir noch zwei neue Funktionen hinzu. Einerseits fügen wir eine Refresh-Funktion hinzu. Die Refresh-Funktion dient dazu, dass das aktuelle Programm hier gelöscht wird und anschließend neu initiiert wird. Und die neuen Set-Funktionen sehen dann so aus, dass wir hier einfach nur den Pfad der Shader an zwei private Chars übergeben. Wir ermitteln dazu erst die Länge des übergebenen Chars, erzeugen ein neues Char und kopieren dann den Inhalt mit strcpi-s, also String Copy. In unserer C++-Datei setzen wir our Shader als globale Variable. Anschließend springen wir zur Prozess-Input-Funktion und fügen die beiden Zeilen hier neu ein. Das heißt, sobald ich die Taste 1 drücke, ruft die Shader sofort die Refresh-Funktion auf. Und die Idee ist hier die folgende. Stellt euch vor, euer Programm läuft gerade und nun nehmt ihr ein paar Änderungen an den Shader vor. Dann könnt ihr einfach zurück zu eurem Programm gehen, die Taste 1 drücken und schon seht ihr die Änderung im laufenden Programm. Es muss jetzt also nicht mehr das Programm beendet werden und das Projekt völlig neu kompiliert werden. Ihr könnt jetzt einfach Änderungen am Shader vornehmen und dann einfach die Taste 1 drücken. Gut, nach diesem kleinen Umweg wollen wir nun tatsächlich mit den Shadern anfangen. Dazu erstellen wir ein kleines Rechteck, das haben wir ja schon in der letzten Vorlesung getan. Allerdings, diesmal platzieren wir es auf den gesamten Bildschirm. Das heißt, die Koordinaten sind jetzt so, dass sie jetzt vollständig die normalisierten Gerätekoordinaten abdecken. Also von 1 bis minus 1 gehen. Dann erstellen wir einen einfachen Fragment-Shader, der die Farbe weiß ausgibt. Gut, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, allerdings ist das erstmal das einfache Setup, mit dem wir nun arbeiten wollen. In der Shader-Programmierung neigen Anfänger meist dazu, um Shader genauso zu programmieren, wie sie in C oder C++ oder in anderen Programmiersprachen programmieren würden. Sie würden jedes Element explizit einzeln zeichnen. Der Fragment-Shader wird allerdings für jedes Fragment aufgerufen. Das Zeichnen der vollständigen Szene ist daher jedes Mal sehr kostspielig. Deshalb sollte man immer nur das aktuelle Fragment zeichnen. Das schauen wir uns aber mal genauer an. Für den Anfang wollen wir einen einzigen Kreis zeichnen. Angenommen, wir haben ein Fenster der Größe 100x100 und der zu zeichnende Kreis soll einen Radius von 50 haben. Wie können wir nun für jedes Pixel entscheiden, ob es eine Farbe haben soll, also innerhalb des Kreises liegt oder nicht, zum Beispiel wenn es außerhalb liegt? Am einfachsten ist es, den Abstand vom Mittelpunkt zu prüfen. Wenn der Abstand
von einem aktuellen Pixel oder Fragment kleiner ist als der Radius, zeichnen wir das Fragment ein. Andernfalls verwerfen wir es. Also wenn die Länge von UV minus Midcirc, also der Mittelpunkt, kleiner gleich der Radius ist, zeichnen wir es, andernfalls verwerfen wir es. Unser Fragment Shader sieht dann so aus. Also in der Main-Funktion definieren wir erstmal unsere Farbe, Color, das ist unsere Ausgangsfarbe, und wir initialisieren sie mit der Farbe Weiß, das heißt, jede einzelne Komponente wird auf 1 gesetzt. Anschließend definieren wir den Vektor UV, der bekommt die Fragment Coordinates, und wir definieren den Mittelpunkt des Kreises hier auf 400 und 300. Wir erinnern uns, dass wir immer eine Größe von 800 mal 600 angegeben haben für unsere Fenstergröße, sodass 400 und 300 genau in der Mitte des Fensters liegt. Und sobald nun die Länge, also der Abstand von UV zu dem Mittelpunkt des Kreises kleiner gleich 100 ist, setzen wir die RGB-Farbe des Vektors Color auf ungefähr blau. Und ja, das war's schon. Und am Ende sagen wir, dass die Frag Color, also die Farbe ist, die wir bei dem Fragment Shader rausgeben, setzen wir dann wieder auf Color. Das heißt, wenn wir in diese If-Bedingung hineinspringen, ändert sich die Farbe auf blau ab, andernfalls bleibt sie bei weiß. Und nun, wenn wir das Programm ausführen oder einfach die Taste 1 drücken, erhalten wir wie erwartet einen blauen Kreis. Als nächstes wollen wir den Bildschirm mit Kreisen füllen. Wir sollten definitiv vermeiden, wie hier in diesem Beispiel, über alle Kreise zu iterieren und zu überprüfen, ob unser aktuelles Fragment innerhalb irgendeines Kreises liegt. Also wie gesagt, das habe ich hier in diesem Fragment-Shader schon mal hingeschrieben. Hier gibt man zwei Vorschleifen an, sagen iteriert man hier über die Kreise in X- und in Y-Richtung und man überprüft jedes Mal, ob das aktuelle Fragment innerhalb irgendeines Kreises liegt. Und das Ergebnis würde dann so aussehen. Also nochmal, jedes Fragment in diesem Code iteriert hier über alle Objekte, also Kreise. Und das ist natürlich nicht effizient. Effizienter wäre es, in diesem Beispiel mit dem Modulo-Operator zu rechnen. Wir berechnen zunächst also den Standort des nächsten Kreises und überprüfen dann, ob wir innerhalb des Radiuses liegen. Wir haben den Code hier reduziert und verwenden nun keine Vorschleifen mehr. Das heißt, anstelle, dass wir nun zwei Vorschleifen haben, berechnen wir jetzt mit dem Mod-Operator die Restdiversion von unseren ursprünglichen Koordinaten UV und überprüfen dann, ob UV mod minus 50 kleiner ist als den Radius, den wir vorhin angegeben haben. Und wenn das der Fall ist, setzen wir die Farbe auf blau. Und wie ihr seht, erhalten wir genau das gleiche Bild, allerdings haben wir jetzt einen viel effizienteren, also schnelleren Shader dafür geschrieben. Im nächsten Beispiel wollen wir nun eine einzige Linie zeichnen. Und diese Linie soll nun zwei Punkte A und B verbinden. Nun ist wiederum die Frage, wie können wir für jedes Pixel entscheiden, ob es auf dieser Linie liegt oder nicht? Ähnlich wie im Kreisbeispiel wollen wir den Abstand eines Fragments zur Linie berechnen. Wenn nun der kürzeste Abstand unter einem bestimmten Wert liegt, erhält das Fragment eine bestimmte Farbe, also wieder blau beispielsweise. Andernfalls erhält es die Farbe weiß. Jeder Punkt x auf der Linie kann dann durch die Gleichung a plus lambda mal w ausgedrückt werden. Wir müssen die orthogonale Projektion von P auf die Linie finden. Es muss also gelten, dass das Skalarprodukt aus P minus x und W gleich 0 ist. Denn wir erinnern uns, wenn das Skalarprodukt 0 ist, sind zwei Vektoren orthogonal. Wenn wir nun in diese Gleichung für x die Geradengleichung einsetzen und das dann nach Lambda umstellen, so wie wir es hier gemacht haben, erhalten wir einen bestimmten Wert für Lambda. Und für diesen Wert von Lambda erhalten wir also den Notfußpunkt, also den Punkt, an dem P orthogonal auf die Gerade projiziert wird. Nun wollen wir allerdings nur Punkte auf der Linie berücksichtigen und daher setzen wir Lambda gleich 1, wenn Lambda größer als 1 ist und Lambda gleich 0, wenn Lambda kleiner als 0 ist.
Im Shader können wir das durch den Befehl clamp lambda 01 erreichen. Der Abstand beträgt dann insgesamt einfach lambda c ist gleich clamp lambda 01. Wir fügen im Fragment Shader eine Funktion line an, die drei zweidimensionale Vektoren übergibt und einen Float-Wert als Rückgabewert hat. In der Funktion berechnen wir zunächst die Richtungsvektoren v und w und bestimmen damit lambda. Anschließend klempen wir lambda auf 0,1 und geben anschließend die Länge zurück, also der Abstand von dem Punkt p zu der Linie. In der Main-Funktion setzen wir einen maximalen Abstandswert, hier 10, und setzen die Farbe blau, wenn eben dieser Abstandswert unterschritten wird. Und dies ergibt dann eine Verbindungslinie von den Punkten Vec 2 150 und 100 und Vec 2 550 und 400. Nun wollen wir uns ein bisschen steigern. Wir wollen als nächstes eine Funktion zeichnen. Wie können wir nun für jedes Pixel entscheiden, ob es auf der Funktion liegt oder nicht? Ein unkomplizierter Ansatz wäre es zu testen, ob der Abstand des y-Werts des Fragments zum zugehörigen Funktionswert kleiner als ein epsilon ist. Wir definieren dazu im Fragment Shader unsere zu zeichnenden Funktionen. Hier einfach eine skalierte Sinusfunktion, also Sinus von x mal ungefähr Pi mal 2 durch 2,25 plus 0,5. In der Main-Funktion überprüfen wir mit unserem naiven Ansatz, ob das Fragment sich mit dem Funktionswert innerhalb unseres Epsilons bewegt. Und falls das der Fall ist, zeichnen wir das Fragment blau. Also hier schauen wir einfach, ob der y-Wert von unserem Punkt p minus der Funktionswert kleiner als 0,05 ist. Und wir erhalten tatsächlich unsere Sinusfunktion. Allerdings erhalten wir durch unseren ganz einfachen Ansatz eine Funktion mit einer unterschiedlichen Dicke, hier hervorgehoben durch die Pfeiler. Das Problem ist hier, dass wir gerade in Bereichen, in denen wir einen hohen Anstieg oder Abstieg haben, wir nur entlang der y-Richtung gehen und das führt zu einem fehlerhaften Wert. Eigentlich müssen wir den tatsächlichen Abstand berechnen, also den exakten Punkt auf der Funktion, an dem der Abstand zum Fragment minimal wird. Das wäre allerdings viel zu aufwendig, daher bedienen wir uns hier einen kleinen Trick und approximieren den Abstand. Wenn wir den x-Wert des Punktes p, also p.x, nehmen und damit an der Stelle f von p.x die Abwertung bestimmen, können wir mit Hilfe des entstandenen Dreiecks die Distanz berechnen. Ihr seht schon am Bild, dass der Abstand natürlich nicht der korrekte Abstand ist, dieser aber schon deutlich besser angenähert wird. Also nochmal für das bessere Verständnis, wir haben hier den Punkt p und wir bestimmen an der Stelle f von px, also gerade wenn wir jetzt p nach unten gehen, bis wir auf dieser Funktion landen, bestimmen wir an der Stelle die Funktion. Und gerade von dieser Ableitung an dieser Stelle berechnen wir dazu orthogonal von p auf diese Ableitung diesen Abstand, um halt so den Abstand anzunähern. Wir können nun diese Gleichung nach der Distanz umstellen und erhalten, dass die Distanz gleich dy mal Cosinus Alpha ist, wobei dy der Betrag der Differenz der y-Werte ist und der Wert Alpha ist dann einfach der Arcus Tangens der Steigung an dem Punkt. Und damit ergibt sich dann eine angenäherte richtige Distanz von dy durch Wurzel aus 1 plus die Ableitung an der Stelle p.x zum Quadrat. Nun kann es aber sein, dass wir vielleicht die Funktion vorher nicht kennen oder wie sie ständig ändern wollen, dann wollen wir nicht jedes Mal die Ableitung berechnen. Deshalb nähern wir die Ableitung auch mit dem Differenzenquotienten an, also die Ableitung sagen wir es angenähert df gleich f von p.x minus f von p.x plus epsilon und dann nochmal geteilt durch epsilon.
Die Distanz ist dann unsere berechnete Formel und wir setzen dann einen maximalen Abstandswert von 0,03 ein. Und hier seht ihr das links das alte Resultat und rechts das neue. Es ist zwar immer noch nicht perfekt, aber man sieht schon, es ist deutlich besser. Wenn wir nun genauer hinschauen, entdecken wir Aliasing-Artefakte. Und diese Effekte wollen wir als nächstes noch wegbekommen. Dazu verwenden wir die integrierte Funktion SmoothStep. Und SmoothStep ist definiert als diese Funktion. Also SmoothStep benötigt drei Input-Variablen A, B und X, alles Floats. Und diese Funktion, die ihr hier seht, die interpoliert den Wert X zwischen A und B glatt, und zwar mittels der Hermite-Interpolation. Wir verwenden nun diese Funktion, um zwischen dem Hintergrund und der Funktion einen glatten Übergang zu erschaffen. Wir interpolieren also zwischen zwei vorgegebenen Werten, hier 0,025 und 0,03 den Distanzwert und interpolieren mit der Funktion Mix dann zwischen der Default-Farbe Weiß und der resultierenden Farbe innerhalb dieses Abstandswertes, nämlich Blau. Und wenn wir das dann durchführen, seht ihr nun, dass das Ergebnis, also links das alte, rechts das neue, dass das rechte Ergebnis nun viel glatter aussieht. Und wenn wir nochmal reinzoomen, seht ihr auch den deutlich weicheren Übergang. Als allerletztes Beispiel wollen wir nun noch durch einen Tunnel fliegen. Also wollen wir jetzt schließlich mal etwas animieren und daher benutzen wir die Zeit, die wir mit GetTime bekommen haben und übergeben sie nun als Uniform an den Shader. Also wir nutzen jetzt eine Float-Variable FloatTime mit der Funktion glfwGetTime, das ist dann auf der CPU-Seite, und übergeben diese dann als Uniform an unseren Shader. Wir setzen nun einen Vec2p gleich GL-FrecCord, das heißt, wir setzen hier die FrecCoordinaten an P und teilen dann durch 800, 600, was ja gerade die Bildschirmgröße ist, und subtrahieren dann 0,5 für beide Komponenten. Und das hat dann zur Folge, dass wir in der Bildschirmmitte wirklich die Koordinaten 0, 0 haben. Danach setzen wir einen Float T ein, das ist dann 3 mal die Zeit, also die Uniform Variable, die wir übergeben haben, und anschließend setzen wir noch Lambda gleich mit 1 durch die Länge von P. Und anschließend, falls die Nachkommastelle, das machen wir durch den Befehl frac, durch die Funktion frac, falls die Nachkommastelle von Lambda plus Zeit durch 2 kleiner als 0,5 ist, mixen wir wieder die Farben und andernfalls bleibt die Output-Farbe einfach weiß. Und wenn wir nun F5 drücken, also kompilieren, erhalten wir dieses Ergebnis. Also man sieht dann richtig, dass wir durch eine Art Tunnel fliegen. Wenn ihr weitere spannende Beispiele sehen wollt, empfehle ich euch die Seite shadertoy.com. Hier seht ihr rechts beispielsweise eine Palme mit einem Gradientenhintergrund und dafür waren nur ein paar Zeilen Code, die ihr links seht, nötig. Also auf dieser Seite findet ihr ganz, ganz, ganz viele verrückte Beispiele, wie ihr halt mit dem Fragment Shader tolle Bilder oder Animationen erstellen könnt. Hier seht ihr noch weitere abgefahrene Beispiele, also zum Beispiel einen Wassershader oben links und dann noch andere lustige Beispiele. Damit komme ich heute zum Ende. Falls ihr Fragen zu der Vorlesung habt, schreibt sie bitte wieder in das Forum. Wir werden sie dann so schnell wie möglich beantworten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.